So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir suchen trockenes Gras. Aber so, da oben sieht es schon mal nach Steppe aus, aber ich sehe da erstmal kein Gras um drauf. Guck mal, wo sind Äpfel? Gott. Selbst steile Klippen sind jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Ah, ist das schon ein bisschen echt übertrieben. Oh, Beeren. Ah, hier ist schon mal so ein komisches lilanes Gras. Ach ne, ist auch nur normales Gras. Bloß ein bisschen eingefärbt. So, und hier ist relativ viel gelb. Wobei, ne, hier ist auch wieder normales Gras. Ach Gott, die waren dann. Hatte gehofft, weil ich hier kaum grünes Gras gesehen hatte von der Ferne, dass es hier vielleicht wieder gelbes Gras gibt. Was bist du denn? Ist auch wieder normales Gras. Ist doch kacke. Gibt es da etwa in dieser Welt echt kein trockenes Gras? Kann ja eigentlich warte. Was bezogen? Brett. So. Es. Obwohl bekommst. Vollkornbrot. Genau, es gibt die Sachen auf jeden Fall. Und wie kommt man daran? Oh. Well, that's fucked up, I guess. Aber wobei, guck mal, hier gibt es auch nichts mit abbauen. Hat jetzt gedacht, dass man da irgendwie sieht mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit. Wobei, nee, da muss ich ja bei den Samen gucken. Never mind. Wir brauchen ja die Seeds. Da muss ich gucken. Ne, hier hast du nämlich, genau, hier Digging bei Chance. Und das suche ich. Das heißt, ja. Ist der, so müsste es normalerweise aussehen. Digging, was ist das denn hier? Weizenkörner mit der Sonne. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist es aufgelistet. Und bei denen aber gar nicht. Außer bei Sonnenblumen. Warte. Also es ist just Dschungelgras. Wahrscheinlich nicht. Oh doch, finde ich. Stimmt, guck mal, hier gibt es auch kein trockenes Gras. Müsste hier nicht auch diese beiden Samen rauskommen, die wir die ganze Zeit gehabt haben? Sehr verrückt. So, wie sieht es hier aus? Hier ist auch alles grünes Gras. Ne. So, das ist wieder Weizen. Ich probiere es einfach mal hier abzuernten und gucken, ob wir da wirklich nur die beiden Sachen hier bekommen. Oder ob wir durch Zufall vielleicht tatsächlich auch die anderen beiden Dinger bekommen. Gut. Ah, das war wieder Weizen. Aua. Ist aber auch witzig, wenn du die hier hinbaust.
So, das Zeug da draus und wenn du hier einen baust. Nee, hä? Ach, das Grünzeug ist Dryglass. What? What? Ach du Kacke. Das Grüne ist das Trockene. Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut. Aber guck mal, wenn ich's. Moment hier mal. Okay, Gerstenkörner. Geil, wir haben jetzt schon mal alles. Lol, wenn ich das abbaue, wird es noch mal. Das ist ja abgefuckt. Ah, ist ja richtig abgefuckt. Wieso brauchen also bei jedem bloß einmal probieren? Weil, können wir auch gleich einfach nur abbauen. Wieder den Platz macht ja gar keinen Sinn. Ja, ist schon Gras. Das heißt, man kann trockenes Gras hier gar nicht abbauen. Lol. Also, man kann es halt abbauen, aber wenn man es abbaut, dann wird es halt zu normalem Gras. Es bleibt also kein trockenes Gras. Das ist sehr interessant. Gut, dann bauen wir einfach ganz viel ab, so lange bis wir davon einigermaßen Samen haben. Also ich sag mal so jeweils 20 Samen. Wäre schon schön. Wie viel haben wir? 5. Oh ja, das geht ja. Warum ist trockenes Gras bitte grün? Warum ist trockenes Gras grüner als frisches Gras? Ich weiß nicht. Wer erstellt denn solche Texturen, Leute? Habt ihr denn alle Lack gesoffen? Schildkröte, hui. Ah, habt ihr gerade schon gedacht, ich trete dir den Arsch, ne? Aber nee, so böse bin ich nicht. Noch mehr Gras? Ah, da hinten ist noch eine Menge Gras. Wie sieht's hier aus? So, hier ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen. Hehe. Ah, wenn man weiß, wie kann man auch weit springen, ohne Schaden zu bekommen. Du musst halt nur zu Sachen springen, wo du halt nicht fällst. Ne? Also jetzt von hier auf nach da springen wird gefährlich, weil da hast du so viel Fallschaden, da stirbst du. Weil wenn du halt nah genug dran bist und so springen kannst, dass du nicht, ne, also dass du so springst und nicht so, dann bekommst du halt auch am Ende keinen Fallschaden. Logisch. Deswegen ist immer die Sache mit gewusst wie. Alles ist möglich, Toyota. Das gleiche ist auch, wenn man jetzt hier die ganze Zeit rumspringt und jetzt von da irgendwie nach hier springt und dann im Eifer des Gefechts weiterspringt und man dann merkt, scheiße, okay, also gut, hier ist ja sowieso Wasser, das wäre jetzt kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es da unten das Festland wäre und man merkt, okay, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann sterbe ich, dann kann man auch ganz schnell einfach wieder zurückspringen. Bupp. Schon hat man sich gerettet. Dann springst du quasi im Kreis. Damit verlierst du nicht viel Höhe und kannst dich retten, weil du dementsprechend auch keinen Fallschaden bekommst. Das sind alles so eine Sachen, wenn du ganz viel Mindtest-Parcours machst, dann hast du sowas irgendwann im Fleisch und Blut. Wobei es natürlich hier jetzt schon wesentlich gefährlicher ist, durch diesen extremen Jump. Da musst du halt nochmal aufpassen. So. Aber es geht alles. Bekommt die letzten Worte. So, das müssen wir langsam genug haben. 17, 16, ja, wird er fast. Na gut, mache ich doch bis 20. Dann ist gut. Eigentlich könnte ich jetzt Ananas hier mitnehmen, ganz ehrlich. Ananas ist Macht. Kein Gras mehr hier. Gehen wir mal hier hinten. Ein Wildschwein. Wildschweine sind ja, glaube ich, lieb, solange wie du sie selbst nicht angreifst. So ist es auf meinen Servern, glaube ich, so.
Oh, guck mal, Bananenbäume. Wobei, wir haben jetzt mittlerweile genug Nahrung. Wir brauchen jetzt keine externen Nahrungsträger mehr. So viel Brot, wie wir haben. Tja, wir brauchen auf jeden Fall dann bald mal größere Felder, gell? 23, ja, komm, reicht. Und auch wenn du bei Wasser springst, immer gucken, dass du bei möglichst tiefen Gelände landest. Ne, also jetzt nicht hier zum Beispiel landen, weil da hast du relativ wenig. Ja, das fällt halt relativ tief. Sondern immer schön gucken, dass du halt in Rinn landest, so wie da unten zum Beispiel oder solche Sachen. Schildkröte, hui. Haben schon was Süßes an sich. Aua. Eigentlich wollte ich, da auf der Etage landen, aber gut, hat mal wieder nicht funktioniert. Sehr deprimierend. Ey, wow, wir haben nicht mal einen Gleiter verbraucht. Ha. Die halten erstaunlich lange, wenn du sie wirklich nur für große Distanzen einsetzt und nicht dreimal pro Sekunde oder so. Das geht dann tatsächlich eigentlich schon. So, hier wächst jetzt diesmal alles. Wie gesagt, hier wächst das vor allem, das finde ich, von diesem Baum hier. Ich glaube, ich fange doch an, die Dinge einfach mal zu fällen. Ganz ehrlich. Der geht mir so hart auf die Eier. Axt. So, hier kann erstmal das wieder rein. Ganz ehrlich, das hier auch. Jetzt essen wir erstmal unsere Beine. Ja gut, viel bringen die ja nicht. So, zuallererst kommt immer wieder da oben rein. Die schalten wir mal als Backup immer vor. So. Was brauchen wir alles? Wir brauchen die Hoe. Wo sind die Werkzeuge? Hier sind die Werkzeuge. Die Axt brauchen wir auf jeden Fall und vor allem die Hoe. So. Komme ich jetzt den gesamten Baum hoch? Hallo, es geht wirklich. Ach, hier drauf hat jemand was gebaut. Aua. Meine Sprint-Taste hier. Oha, das müssen sie ja hoch. Das ist schon besser. Hier oben hat jemand was gebaut. Also siehst du, das können wir gleich mal hier die Äpfel probieren. Bumm. Aufgefuttert. Also meine Sättigung ist hoch und meine Herzen gleich hoch. Das ist geil. Und deswegen sind halt diese goldenen Äpfel halt, gerade wenn du PvP machst, super cool. So, hier ist aber kein Gebietsschutzblock, ne? Nö. Ja, sorry. Was? Holzschrank? Ach, weil da was drin ist. Ich wollte gerade sagen, die sind doch gar nicht protected. Wow. Da war jemand im Holzzeitalter. Da. Habe ich wieder schön viele Sachen zum Verbrennen. Da würde sich aber unser Ofen aber freuen. Oh, was ist das hier? Hey, Chip, wow. Glow Emerald Ore. Aha. Ach, schon wieder. Ach, du wird laut. Ich wusste gar nicht, dass Emerald solche Geräusche macht. Das ist ja schlimm.
Erde. So, haben wir erstmal die ganze Konstruktion abgebaut. Genau. Und dann fangen wir jetzt an, den Baum selber abzubauen, auch wenn der echt scheiße groß ist. Aua. Diese Löcher hier im Gras, Blätter sind schon echt gefährlich. So. Ach, wird das eine Sisyphus-Arbeit hier? Gut, aber wenigstens diesmal die Blätter tatsächlich. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Lass mich runter hier. Ach, wie sehr wünsche ich mir jetzt eine Woodcutting-Mod. Das wäre ein Träumchen. Warum ist es schon wieder dunkel? So, ist noch Holz irgendwo hier hinten? Nee, hier ist kein Holz mehr. Hier ist noch Holz. Wow. Hallo. Da Holz. Der wird dunkler hier. Holy shit, Bro. Haben wir da nicht über uns auch schon alles abgebaut? Nee, ne? Da oben hängen noch ein paar Blätter fest. Gucken wir mal. Alter! Viel zu hoch! Oh, da oben sind noch andere Sachen. Wow. Ja, die Blätter da oben bleiben tatsächlich für die. Ah, guck mal, da ist auch noch Holz. Lol. Oh ja, am Despawn. Okay. Hier noch irgendwo Holz. Hier dieses Holz ist ganz zeigt nämlich auch nicht. Hier muss also auch noch irgendwo Holz sein. Und hier ist ein Holz. Da. Jetzt sieht man da auch alles. Das ist schon mal sehr gut. Holz, Holz. Okay.
Hier ist Holz. So, da um die spawnt jetzt auch alles. Sehr gut. Ja, langsam kriegen wir hier den Überblick rein. So ganz langsam. Digga, brauchen wir eine ganze Folge, um Baumkrieg niederzubauen hier. Das ist ja echt schlimm. So, da oben sieht jetzt kein Holz mehr. Können wir jetzt also hier tatsächlich weitermachen. So viel Holz, Alter. Egal wo du hinguckst, ist immer Holz. Das ist doch nicht wahr. So, hier ist der Hauptstamm. Das ist wieder der Hauptstamm, ne? Ja, das ist der Hauptstamm. Boah, hei. Unser Stahlmesser ist gleich weg. Doch, doch, schwer. Oh. Umasibidum. Gott, wir sind schon wieder in der irdischen Himmelssphäre. So, glaubt man, das war's mittlerweile relativ. Hier ist noch ein Ast und dann sollte bloß noch der Hauptstamm übrig sein. Nope. Okay, war sogar Doppelast. Guck mal, hier ist down. So. Ja, soll es gewesen sein. Ich sehe zumindest erstmal nichts weiter. Oh ja, gesamte Baum weg. Ach, was eine Erleichterung, Alter. Wir haben nur eine gesamte Folge dafür gebraucht. Leck mir am Arsch. Da ist schon echt hart. Wir haben jetzt ein Schiff der Saplings. Können wir also wieder aufforsten, aber irgendwo anders natürlich, nicht da, ne? Aber wir können zumindest wieder aufforsten. Was? Mehr Saplings nicht? Okay. Wie viel haben wir denn? Oh, 16 Stück. Hei.
Jutchen, dann, upsala. Dann, ja, haben wir die Dinger komplett umsonst abgebaut hier, eigentlich. Naja, was soll's. So. Replacement Tool gibt es sogar. Haben wir so eins? Sehr praktisch. Dann kommst du erstmal da rein. So. Dann nehmen wir nämlich mal dich. Was? Und machen einen auf. Was? Wir hatten. Hä, wir hatten doch dort dabei gehabt. Gut, dann nehmen wir mal die Gelegenheit gleich mal, räumen wir mal ein bisschen aus. Zum Beispiel das ganze Holz jetzt hier, was wir überall über haben. Gott, so viel Stuff zum Verbrennen. Das kann verbrannt werden, das kann verbrannt werden. Die Holzblätter mal lieber nicht, die brauchen wir ja. Das kann verbrannt werden und das ist. Kann man die ja rekombinieren? Das ist deprimierend. Ja. Gott, so viel Stuff. Da. Ja, definitiv zu viel Stuff. In der Holzkiste. Gut, dann machen wir es mal anders. Wir nehmen mal den Stuff, den wir verbrennen wollen, raus. Und schmeißen dafür mal lieber noch eine weitere Kiste. Hier. Dann haben wir das zum einen schon mal ein bisschen gleich getrennt. Wir sollen nicht mal gucken, was wollen wir jetzt verbrennen, was nicht. Oder können einfach zugreifen. Und was wir dann hier drin haben und dann der Ofen nicht annimmt, bei dem Zeug weiß ich nicht, ob das verbrennbar ist. Ja, das, was halt nicht verbrennbar ist, das schmeißen wir dann halt direkt hinweg. Das sollte so machbar sein. Warte mal ganz kurz. Gilt das auch als Blätter? Tatsächlich. Nice. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Aber doch noch mal ein bisschen Dünger. So. Haben wir schon mal noch das? So. Den braunen Stuff, den packen wir dann erstmal hier rein. Genauso wie das und das. Ja, und dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt die Erde dabei? Ja, hier haben wir. Okay. Haben wir jetzt hier gleich ein schönes großes Feld. Muss ich mal ganz kurz gucken. Eins, zwei, drei waren es nur, nicht vier. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen kleiner, als ich dachte. Alter, durch die ganze Stroh sieht man ja nicht mehr, was hier eigentlich abgeht. So, eins, zwei, drei. Ja, immer drei Felder. Okay. So, das heißt 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nee, eins. Doch, war richtig. Aber wieso fehlt denn hier einer? Eins, zwei. Oh, doch, da fehlt wirklich einer. Lol. Eins, zwei, drei, der passt aber. Okay. Eins, zwei, der Stuff kann man hier weg. Wir haben eine Perle. Sag mal, wo kommt die denn her? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ah, siehst du, wir haben jetzt wieder gar kein Schwert mehr, ne?
Immer diese Krokodile. Gut, na, dann ist mal nächste Folge erstmal Schwert bauen und dann das Krokodil verhauen. Und dann unser Feld weiterbauen. Bis dann.